Parlamentarische Demokratie bedeutet in allererster Linie Herrschaft des Kapitals. Zuerst wählen sie nämlich die Legitimation der Herrschaft der Politiker über sie. Mach dein Kreuz, wo du willst, aber fokussiere deine Kraft darauf, Selbstorganisationen aufzubauen und zu ermöglichen. Wir brauchen dich, wir brauchen alle von euch. Wir brauchen nicht dieses Wählen einer etwas sozialeren Verwaltung des Kapitalismus, weil nicht nur können diese Reformen ganz schnell wieder weggenommen werden, insofern sie vor allem ökonomisch sind, sondern sie werden auch einfach nicht nachhaltig diese Gesellschaft zu einem besseren verändern können, weil der Kapitalismus ist nicht reformierbar. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute bei Über Tage, der 33. Folge, sind wir mal wieder top aktuell am Nabel der Zeit, wie man so schön sagt, und sprechen über den Parlamentarismus und die aktuellen Wahlen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was sich richtig häufig von euch gewünscht wurde, wo ihr immer wieder gesagt habt, ey, das wäre wirklich schön, wenn ihr dazu was machen würdet. Wir wollten auf jeden Fall was zu machen und haben uns das jetzt einfach aufgehoben über die Wochen, dann, wenn der Wahlkampf so richtig am Toben ist. Die heutige Folge ist uns auch persönlich wichtig, weil wir einfach denken, dass der Anarchismus die Antwort auf die bürgerliche Demokratie bereithält, wir da auch wirklich sehr gut anschließen können an einer der größten Parteien, die größte Partei, die es gibt. Und zwar die der Nichtwähler, die Partei derjenigen, die nur zur Wahl gehen, weil sie das sogenannte größere Übel verhindern wollen, aber eigentlich jetzt nicht wirklich viel mit diesem ganzen Zirkus anfangen können. Und natürlich auch nicht zu vergessen an die Millionen, die nicht wählen dürfen, zum Beispiel, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, obwohl sie schon seit Jahren hier wohnen, oder weil sie behindert sind. Also da gibt's ja ganz unterschiedliche Formen. Man kann ja auch darüber diskutieren, dass 18 eine ziemlich hohe Zahl ist, um wählen gehen zu können. Um dem auch direkt vorzubeugen, wir rufen hier nicht zum Wahlboykott auf, was ihr vielleicht erstmal denken könntet, weil anarchistischer Podcast und so, und das ist oftmals einfach die anarchistische Antwort und uns das so ein bisschen zu platt. Unsere Antwort ist auf jeden Fall ein bisschen vielschichtiger, aber auch konkret. Wir nehmen uns heute also vor, über unsere Kritik am Parlamentarismus zu reden. Wir werden eine Auseinandersetzung mit dem Umgang verschiedener sozialistischer Strömungen besprechen zum Parlamentarismus oder zum Umgang mit dem Parteiensystem. Und wir werden eine aktuelle Betrachtung versuchen zu finden, was jetzt die momentanigen Bundestagswahlen angeht. Am Ende sprechen wir dann noch über unsere Alternativen zum Parlamentarismus. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch mit dem Parlamentarismus. Da würde ich einfach eine kleine Definition erstmal vorweg schicken. Den Parlamentarismus kann man eigentlich ganz allgemein erstmal so definieren, dass er die Entscheidungsfindung eines Landes regelt, die dann über ein Parlament läuft, das von unterschiedlichen Parteien ausgestattet ist, was von den BürgerInnen des Landes, in dem sie leben, gewählt werden. Wie das Ganze entstanden ist, würde euch jetzt ein bisschen Joshua erzählen. Wie war die Geschichte des Parlamentarismus? Vielleicht ist es da erstmal wichtig zu sagen, dass der Parlamentarismus nicht immer so existiert hat, sondern dass die Demokratie an sich eine etwas längere Geschichte hat und man zwar manche der heutigen Teile davon auch schon früher erkennen kann, sich das aber alles in einer recht turbulenten Geschichte entwickelt hat. Würde ich euch zuerst mitnehmen in die früheste antike Form, nämlich zum Gründungsmythos der demokratischen westlichen Zivilisation. Der Parlamentarismus, so wie wir ihn heute kennen, nicht immer so existiert hat. Und dass die Demokratie an sich zwar auch in ihrer Geschichte schon viele Formen von der, wie wir sie jetzt kennen, vorweggenommen hat, aber doch in ihren verschiedenen Ausprägungen ziemlich unterschiedlich war. Und ich würde sagen, wir starten mit dem, wo jegliche europäische und westliche Geschichtsschreibung immer startet, bei der attischen oder auch manchmal athenischen Demokratie. Das Attische Reich oder die Region war ein Zusammenhang auf der Halbinsel, auf der jetzt auch das moderne Athen ist, von verschiedenen Stadtstaaten, die zusammen in einem Bündnis waren. Das ist auch alles so aus den Perserkriegen heraus entstanden. Diese frühe Demokratie ist ja auch eine der bekanntesten in der Geschichtsschreibung. Sie wurde von dem damaligen
athenischen Philosophen Platon verachtet und von den heutigen Liebhabern der Demokratie vergöttert. Aber wie sah es denn eigentlich da wirklich aus? Vielleicht ist erstmal wichtig zu sagen, das macht ja die Demokratie auch so ein bisschen aus, über was wird denn eigentlich entschieden. Da muss man sagen, dass in der attischen Demokratie recht viel, nämlich eigentlich fast alle Posten der Gesellschaft, die wir auch so mit diesem ja Staatssystem verbinden, damals dann besetzt wurden. Und zum einen wurden dann die Beamten, die sich um nicht militärische Anliegen kümmern, übers Los bestimmt und die militärischen Führer dann eher über Fähigkeit oder schon Etablierung im Militär selber. Dann wurde halt über die verschiedenen Anliegen und die verschiedenen Vorschläge von politischen Entscheidungen in einer großen Abstimmung entschieden. Da wurden beispielsweise dann auch verschiedene Feldzüge, ob sie jetzt passieren sollten oder nicht, vorher unter diesen wahlberechtigten Bürgern, und da gendere ich jetzt bewusst nicht, dann entschieden. Damit kommen wir auch schon zum Wahlvolk. Das bestand nämlich nur aus 10% der Bevölkerung. Die, die da Stimmrecht besaßen, waren nämlich nur Männer, die über 30 Jahre alt waren, keine Sklaven waren. Und da muss man ja auch wissen, dass die damaligen griechischen Stadtstaaten fast alle Sklavenhaltergesellschaften waren. Dementsprechend dann auch keine Frauen oder andere Geschlechter waren. Und noch ganz wichtig, keine Zugezogenen. Wahrscheinlich sind jetzt alle Berliner im Publikum auf einmal überzeugte Demokraten geworden. Aber das heißt auch zugezogen in dem Fall jegliche MigrantInnen, die nach Athen gekommen sind. Und das schließt auch eigentlich größtenteils nur andere Griechen ein. Das heißt, die Staatsbürgerschaft war da sehr beschränkt. Aber wie du gerade auch schon angesprochen hast mit den Beschränkungen für Wahlrecht, können wir eigentlich sehr viele Sachen auch schon, die es im Jetzt gibt, so darin sehen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu der attischen Demokratie war das sogenannte Scherbengericht, auch dann im altgriechischen Ostrakismos, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, genannt, wovon auch Ostracize, also der englische Begriff für Ächtung, kam. Da konnten alle wahlberechtigten Bürger auf eine Scherbe den Namen irgendeiner Person der Stadt schreiben, und die Person, die dann bei diesem Scherbengericht die meisten Stimmen erhalten hat, wurde für 10 Jahre aus der Stadt verbannt. Sie hatte noch ihr Eigentum, aber ihr könnt euch auch vorstellen, dass das dann für diese Demokratie ein integraler Bestandteil war, weil meistens natürlich bekannte politische Persönlichkeiten eben verbannt wurden, auch wenn das jetzt nicht immer nach, ja, wie soll man das sagen, rationalen Sachen entschieden wurde, sondern es dann auch Geschichten gibt, dass Leute dann gefragt wurden, warum sie den Namen draufgeschrieben haben, und dann wurde halt gesagt, dass die Person ihr halt zu arrogant ist oder man den Namen halt nicht mag oder es der einzige Name war, den man jetzt mal gehört hat. Natürlich wurde das aber auch aus ökonomischen Aspekten gemacht, ne? Man konnte sich damals dann auch Handelsvorteile dadurch beschaffen. Das hört sich doch alles zusammengenommen nach einem wirklich tollen Beispiel für ein politisches System an. Wirklich grandios. Also ich finde das Scherbengericht tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht ist das der Vorläufer des anarchistischen Prinzips des Ausschlusses aus einem Kollektiv, wer weiß. Was ganz wichtig ist zu der attischen Demokratie dazu zu sagen, ist nämlich, dass das natürlich ein ziemlich beschränkter Blick auf das Ganze ist. Man nimmt das immer gerne als den Gründungsmythos für die demokratische Zivilisation, aber es gibt sehr viele antike und vorantike Gesellschaften, in denen auch schon nach demokratischen Prinzipien gehandhabt wurde. Auch währenddessen und davor gab es noch verschiedenste Gesellschaftsversuche, die einfach noch nicht ausreichend untersucht wurden oder denen auch einfach aufgrund einer bestimmten Art der Geschichtsschreibung keine Würdigung zugesprochen wird. Man kann da auch an die Gesellschaftsversuche in Anatolien oder Andalusien denken, in denen es dann Dörfer gab, die nach basisdemokratischen Prinzipien organisiert waren und meistens dann auch ja eine Form von Gemeineigentum hatten. Ja, aber natürlich mit Griechenland hat nicht die Geschichte der Demokratie, auch wenn das manchmal so dargestellt wird, aufgehört bis zu der Französischen Revolution oder der Amerikanischen Revolution. Anderer wichtiger Teil ist natürlich auch noch das Römische Reich, in dem es die Römische Republik gab, die aber dann doch eigentlich noch weniger demokratisch als das antike Rom war. Das antike Athen natürlich, wo aber sich schon so eine Art von früher Rechtsstaat entwickelt hat. Im Mittelalter und in der Vormoderne ist es ganz wichtig, einmal zwei verschiedene Demokratieformen anzusprechen. Einmal waren da die germanischen Volksversammlungen, die sogenannten Things, und indigene amerikanische Demokratien. In manchen Punkten funktionierten die recht ähnlich, dass das dann Versammlungen verschiedener Stämme waren,
die wegen politischer Anliegen sich zusammengetroffen haben und miteinander verhandelt haben. Teilweise hat das dann im Gegensatz zu germanischen Stämmen in amerikanischen indigenen Stämmen auch innerhalb dieser Stämme funktioniert. Und bei den Germanen, muss man sagen, war das aber eher eine Art und Weise, wie die verschiedenen Stammesmitglieder und die verschiedenen Stämme untereinander politisch interagiert haben. Ja, auf diesen demokratischen Versammlungen gab es dann verschiedene Abstimmungen. Häufig hat das dann auch damit zusammengehangen, beispielsweise bei den Germanen mit Kriegsführung, vor allem dann natürlich auch gegen das Römische Reich, was immer mehr als imperiale Macht in ihr Territorium eingedrungen ist. Bei den indigenen Stämmen war das natürlich auch recht wichtig, dann besonders ab dem Anfang des Kolonialismus. Aber es gibt auch einige Unterschiede. Und zwar war es so, dass es zwar auch einige indigene amerikanische Stämme gab, die ähnlich wie die germanischen Stämme Frauen, Sklaven und Nichtmitglieder von der Wahl ausgeschlossen haben, weil sowohl germanische Stämme als auch indigene Stämme waren teilweise Sklavenhaltergesellschaften. Aber es gab auch einige indigene amerikanische Stämme, in denen es wiederum keine Sklaverei gab und Frauen und andere Geschlechter genauso an den Abstimmungen teilnehmen durften. Generell ist es aber wichtig, dabei zu betrachten, dass diese Form von Abstimmung nicht immer den Alltag beherrscht haben, sondern häufig die jeweiligen Clan- und Stammesgesellschaften gerade in den Sklavenhaltergesellschaften deutlich wichtiger waren. Vielleicht auch noch spannend für einige ist zu erwähnen, dass es gerade dann im späteren Mittelalter einige Ketzerbewegungen gab, also christliche Glaubensgemeinschaften, die vom katholischen Dogma abgewichen sind, die schon da auch viel basisdemokratische Formen des Zusammenlebens, häufig auch mit Gemeineigentum, vorweggenommen haben. Münsterbewegung und so. Genau, die Münsterbewegung beispielsweise, aber auch in Frankreich und im heutigen Tschechien, da gab es verschiedene Bewegungen, die sowas vorweggenommen haben. Und falls euch das interessiert, kann ich euch da auf jeden Fall das Buch Caliban und die Hexe ans Herz legen. Einige dieser germanischen Tings sind tatsächlich auch einige der ältesten Parlamente der Welt. Beispielsweise ganz spannend ist da das Parlament in Island, das Althing, das ab 930 nach Christus aktiv war. Oder das älteste durchgängige, das Tynwald auf der Isle of Man in Großbritannien, das durchgängig aktiv ist seit 979 nach Christus. Das, was wir jetzt als Demokratie heute kennen, das entstand dann eigentlich in der Moderne. Während es natürlich vorher auch in diesen verschiedenen Demokratieformen auch immer aus einer ökonomischen Basis heraus entstanden ist, wie beispielsweise der Gegensatz von Clangesellschaften und freien Bürgern dann in der attischen Demokratie, war wirklich der Klassenkampf zwischen diesen freien bürgerlichen Kräften, die Handel betrieben haben, die dann im Zuge der Industrialisierung die großen Fabriken und anfangs dann kleinen Manufakturen aufgebaut und beherrscht haben, versucht haben, ihre Geschäftsmacht und ihre gesellschaftliche Macht dann gegen den alten, noch feudal organisierten Adel durchzusetzen. Und da ist wohl eine der frühesten Formen der Commonwealth of England, der 1650 für 10 Jahre ohne König, aber mit Adel ein frühes Parlament etabliert hat und so dann auch beherrscht wurde. Später natürlich neben der attischen Demokratie wohl der Gründungsmythos, die französische Revolution. Ganz, ganz wichtig in der ersten dann richtigen, etwas dauerhafteren Etablierung einer Republik und damit eingehend auch versuchten Vernichtung und Ausrottung des Adels. Daraufhin folgend dann stark daran orientiert natürlich die amerikanische Revolution und der Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien. Gut, was man aber zu diesen Sachen dann auch sagen muss, ist, dass auch da eigentlich die ganzen Sachen, die wir vorher angesprochen haben, weiter existiert haben. Nicht-Weiße und vor allem dann in den USA eben Schwarze wurden zuerst durch Sklaverei, dann durch rassistische Ausgrenzung von der Wahlurne ausgeschlossen. Später dann auch, ganz wichtig, im 20. Jahrhundert der Ausschluss von Frauen von der Wahl, was dann durch die Suffragettenbewegung erkämpft wurde. Und generell die weiter herrschende Frage, wer ist eigentlich Bürger und damit stimmberechtigt und wer eben nicht? Ja, und auch trotz dieser großartigen demokratischen Revolution ist es nicht so, dass Demokratie, auch wenn sie sicherlich eine der effektivsten und beliebtesten Formen kapitalistischer Herrschaft auf der Welt sind, die einzige ist. Es wird angenommen, dass ungefähr die Hälfte der modernen Staaten demokratisch sind und es gibt auch noch viele klassische nicht-demokratische Staaten. Wenn man da beispielsweise an Saudi-Arabien oder Brunei denkt, die immer noch absolute Monarchien sind oder Myanmar, was eine Militärdiktatur ist oder klassische Diktaturen wie Nordkorea. Und es ist auch wichtig zu beachten, dass diese ganzen Sachen nicht irgendwie Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit sind, sondern sich teilweise auch erst nach den modernen westlichen Republiken häufig auch als Folge von Kolonialismus so entwickelt haben.
Okay, jetzt haben wir einen groben Einblick in die Geschichte bekommen. Wir haben ja schon einige Kritikpunkte nebenbei angeschlossen, also dass es eben zum Beispiel alle daran beteiligt sind, an den Entscheidungen. Aber darum geht es uns eigentlich in der Hauptteil der Kritik eigentlich nicht. Unsere Kritik richtet sich eher grundsätzlich gegen dieses parlamentarische System und weniger daran, dass jetzt nicht alle daran beteiligt sind, was man jetzt vielleicht hätte aus dem, was wir bisher gesagt haben, schließen können. Was sind also unsere Kritikpunkte, die grundsätzlicherer Natur sind? Vielleicht ist da wichtig, erstmal festzuhalten, dass was vielleicht so ein bisschen schon auch aus der Geschichte herausgeklungen ist, dass diese Herrschaftsform ihre ökonomische Basis hat. Das ist ganz zentral dabei. Beispielsweise, wie wir gerade angesprochen haben, warum hat die Demokratie sich so wie ein Lauffeuer in Europa verbreitet, weil natürlich so Sachen auch für das Kapital spannend sind, wie beispielsweise die Abschaffung der Leibeigenschaft und damit das Freiwerden von Produktivkräften. Landreformen, die das privaten Eigentümern zugänglich machen, bei Ländereien, die vorher nur dem Adel gehörten oder dem Staat. Das ist ganz relevant dabei zu beachten. Diese demokratische Herrschaftsform jetzt ist natürlich auch einfach eine der richtig passenden für die moderne kapitalistische Gesellschaft, in denen dann auch die verschiedenen Kapitalfraktionen so am politischen Prozess teilnehmen können, dass sie auch Repräsentanten dann in eben dem Parlament haben, die für ihre jeweiligen Industriepartikularinteressen dann auch dort Politik machen können. Parlamentarische Demokratie bedeutet in allererster Linie Herrschaft des Kapitals. Ist einfach eine Fortsetzung der Herrschaft in anderer Form und in einer gewissen Form eine Perfektionierung der Herrschaft, weil natürlich über die Sozialpartnerschaft, über den sozialen Frieden, über den Sozialstaat, also ganz viele Mechanismen da sind, die natürlich es viel schwieriger machen, den Klassenkampf, der von oben ja tobt, der sich so manifestiert hat innerhalb dieses parlamentarischen Systems, also dass eben die Schere zwischen Arm und Reich, die man so oft bemüht, so weit auseinandergegangen ist wie nie, dass dieser Klassenkampf von unten viel schwieriger zu beantworten ist, weil es so viele Vereinnahmungsmechanismen innerhalb dieses parlamentarischen Staates gibt. Man kann also auch in einer gewissen Form von einer gewissen Perfektionierung von Herrschaft aussprechen, dass es also eine große Menge an Menschen innerhalb dieses Systems gibt, was also eine Verbundenheit mit diesem System hat, obwohl sie nicht real oder nur in unwesentlichem Maße materiell davon profitieren. Sie also trotzdem ideell dahinter stehen, obwohl sie selber ausgebeutet werden, obwohl sie selber unterdrückt werden, sie also eine Verbindung mit der Herrschaft trotzdem haben durch diese ganzen Mechanismen, die ich genannt habe. Ja, aber eben nicht nur einfach nicht materiell davon profitieren, sondern auch faktisch gesehen eben nicht wirklich an dem Prozess von Politikmachen beteiligt sind. Das mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt klingen, aber was wählen denn diese Leute dort eigentlich? Zuerst wählen sie nämlich die Legitimation der Herrschaft der Politiker über sie. Sie wählen ja nicht direkt nach ihren Interessen, dass dann später irgendwie ein Politiker an der Macht kommt, der irgendwie ihre Bedürfnisse dann durch den Staat dort befriedigen kann, sondern zuallererst wählen sie diese klassische Legitimation der allgemeinen staatlichen und kapitalistischen Herrschaft über sie. Und das ist ja auch das, was das für viele Leute so spannend macht und warum sie sich davon angezogen fühlen und warum sie wirklich denken, dass dort für ihre Bedürfnisse eigentlich Politik gemacht wird. Weil die Identifizierung dadurch ist viel höher, viel, viel höher als bei einer absoluten Monarchie oder bei einer Diktatur, wo man nicht ebenso sagen kann, ja gut, wenn dir jetzt gerade nicht passt, wie deine Lebensumstände sind, dann geh doch in 4 Jahren nochmal wählen. Nee, dann heißt das ja gut, da muss ich wohl 60 Jahre warten, bis der Schah abdankt oder der nächste Sohn in der Reihe drankommt, um die Herrschaft zu übernehmen. Und das ist jetzt vielleicht auch in gewisser Form anarchistischer Klassiker, aber es ist einfach die Realität. Also wenn wir alle 4 Jahre, jetzt platt gesagt, irgendwelche Leute wählen, die wir absolut mehrheitlich oder generell einfach nicht kennen, die nicht gebunden sind an irgendeine Form von Verantwortung dieser Wählerstimme gegenüber, sondern die nur, wie das auch so schön beschrieben wird, ihrem eigenen Gewissen verpflichtet seien. Wo man natürlich dann die Frage stellen kann, was das für ein Gewissen bei den allermeisten dieser Gestalten halt ist. Dann ist ja klar, dass hier also die PolitikerInnen vor allen Dingen den Interessen des Kapitals dienen und nicht unseren Interessen. Und da muss man auch dazu sagen, es ist ja nicht nur dann irgendwie, dass diese Leute das ultimative Böse sind. Das ist ja wie in fast allen Bereichen von was wir dann kritisieren, so, dass es ja auch einfach gewisse Zwänge und Mechanismen eben in diesem parlamentarischen System gibt, die auch wenig Handlungsspielraum für Veränderungen lassen. Alle Parteien
sind dem Kapital verpflichtet. Du kannst daraus nicht ausbrechen. Wirklich daraus auszubrechen würde heißen Revolution. Alles hängt eben ab von den Kapitalfraktionen, dass alles weiter aufrechterhalten werden kann. Was würde denn passieren, wenn bestimmte Parteien bestimmte Reformen vorschlagen und umsetzen wollen, die wirklich den Standort gefährden für bestimmte Konzerne? Dann würden die halt einfach auswandern. Und da eben nun mal die oberste Prämisse eines jeden Staates, die Gewinnmaximierung, der Wachstum des Standortes, was noch immer schön mit einfach gesagt legitimiert wird, ja, Arbeitsplätze und so weiter. Da das also immer die oberste Prämisse ist und bleibt, kann also keine Partei dem vollends entfliehen, sondern kann vielleicht nur an kleinen Stellschrauben das Ganze ein bisschen weniger gut oder ein bisschen weniger schlecht machen. Plus, was noch wichtig ist dazu zu sagen, dass die Aufrechterhaltung des Gewaltmonopols, die ja der bürgerliche Staat für sich beansprucht, ist auch ein ganz wesentlicher Kritikpunkt, der unabhängig davon, welche Partei in der Macht ist, bleibt. Da haben wir schon mal in der Folge zu Kriminalität ein bisschen drüber geredet an der Stelle. Aber das Gewaltmonopol, das also gesagt wird, nur der bürgerliche Staat und seine Organe, also Polizei, Gericht und so weiter, dürfen Gewalt einsetzen, dürfen Zwang einsetzen. Und alle anderen werden eben verurteilt dafür, wenn sie das tun, aus welchen Beweggründen jetzt auch immer. Das ist doch in allererster Linie ein Konstrukt, was geschaffen wurde, um die Eigentumsverhältnisse zu sichern. Und das wird also auch mit einer grünen, roten, schwarzen, was auch immer Regierung immer so bleiben. Ja, und was denke ich ist ganz wichtig nochmal zu sagen, ist das, was viele Leute dann falsch verstehen, wenn es um die Herrschaft von Kapital über politische Prozesse geht. Oder dass die PolitikerInnen eben dem Kapital in allererster Linie Rechnung tragen müssen. Es ist nicht so, dass wir damit einfach nur Lobbyismus meinen, Einflussnahme auf politische Prozesse durch Geldspenden, Aufbau von Parteien, durch wirtschaftliche Akteure. Das kommt natürlich noch alles dahin hinzu. Aber dass das eben das Wichtigste ist, was gerade schon mit dem Standort angesprochen wurde, dass dieser Staat sich darüber auch finanziert. Er bezieht seine Finanzmacht, er bezieht damit auch seine reelle Macht, sein Militär, seine Sozialstrukturen, seine Infrastruktur bezieht er aus den Steuern, die er von den Konzernen und von deren ArbeitnehmerInnen, die dann von ihm bezahlt werden, einnehmen kann. Und deswegen ist er dem auch Rechenschaft schuldig. Deswegen muss er für diese Kapitalfraktion Politik machen, weil sonst hat er keine Kohle und kann sich wiederum nicht in der Welt behaupten und kann nicht weiter existieren. Ja, und ihr fragt euch vielleicht, wir hatten es ja auch gerade schon mal mit Reformismus kurz angeschnitten, wo ist denn dann der Spielraum? Gibt es Spielraum innerhalb dieses Systems? Und ja, diesen Spielraum gibt es natürlich. Es gibt einen gewissen Spielraum, nur die Frage ist an dieser Stelle, wie können wir, solange es dieses parlamentarische System gibt, wirklich weitergehende Veränderungen erhalten, erzeugen? Und da ist auch eben zu sehen, dass gerade für uns als Linke, die sich eben Gedanken darum machen, wie können wir also diese Gesellschaft verändern und ist es nicht doch besser, wenn die Linke an der Macht ist und so weiter und so fort. Und in Anbetracht dessen, was wir vorher gesagt haben, also diese Verpflichtung gegenüber dem Kapital und so weiter, ist es viel mehr entscheidend, wie stark die außerparlamentarische Bewegung ist, als was innerhalb der Parlamente passiert. Wenn es halt eine starke außerparlamentarische Bewegung gibt, dann kann es also auch Reformen erzwungen werden. Aber das ist eben das Stichwort. Richtige Reformen, die wirklich grundsätzliche Sachen verändern, die werden immer maximal durch die Straße erzwungen. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo auch größere Umwälzungen innerhalb des Systems von dem System selber aus passiert sind, aber das war dann, hat als Ausgangspunkt auch immer, dass man halt im Prinzip eine bessere Verwertbarmachung, wenn man jetzt zum Beispiel an das Frauen arbeiten gehen dürfte, dass dann einfach ja 50% der Bevölkerung mehr für den Arbeitsmarkt fähig sind und das ist ja nicht nur das Menschenliebe geschehen. Und an der allengrößten Regel also ist es eine Sache von unserer Aufgabe außerhalb der Parlamente und deswegen sollte auch unser Augenmerk immer daran liegen, dass selbst wenn man eben für Reformen einsteht, was wir beide ja auch tun, was ja auch notwendig ist, weil wir nicht die Revolution einfach so über Nacht erhalten, sondern wir auch im Jetzt schon um Verbesserungen kämpfen müssen. Selbst dann ist es halt ganz essentiell, dass wir unseren Schwerpunkt auf dem außerparlamentarischen Kampf haben. Und genau da wird uns ja eigentlich jetzt eine Strömung widersprechen. Ja. Nämlich die Sozialdemokratie. Denn, die hat uns verraten. Ja. Denn die Sozialdemokratie macht ja eigentlich genau diese Taktik aus. Die Sozialdemokraten haben ja anders als jetzt andere klassische kommunistische Parteien, wie dann beispielsweise die KPD in den 20er und 30er Jahren, nämlich explizit den Weg über die Parlamente gewählt. Dort sollte ja eigentlich dann schon die staatliche Struktur darauf vorbereitet werden, in den Sozialismus übergehen zu können.
da wollte man dann durch diese Reform eben schon, ja, im Endeffekt diesen Transformationsprozess, den wir dann eigentlich über freie Gewerkschaften, über Kollektivbetriebe, über frühe Rätestrukturen gehen wollen, hat dann die Sozialdemokratie sich angedacht, machen wir dann über eine parlamentarische Veränderung des Staates. Ja, und ich denke, an der Sozialdemokratie kann man auch so gut wie sonst vielleicht noch an den Grünen sehen, wie falsch dieser Weg ist und wie sehr er quasi dazu führt, dass auf der einen Seite diese Vorstellungen, dass man also über den Weg des Parlamentes mit schleichenden Reformen, wie es die Sozialdemokratie ja ursprünglich mal angestrebt hat, zum Sozialismus kommen könnte, wie stark dieser fehlgeschlagen ist, dass also die Sozialdemokratie ja über die Jahrzehnte so eng verschmolzen ist mit der Herrschaft an sich, mit dem Kapitalismus an sich. Dass es also ein kleiner Fingerhut nur noch zwischen SPD und CDU passt. Also da man ja wirklich die Unterschiede fast schon suchen muss. Aber selbst wenn man jetzt die historische Sozialdemokratie sich anguckt, ich meine, wie viele wirkliche revolutionäre Bestrebungen in Deutschland, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen mein Traumata aus dem Ruhrgebiet, wenn man selber Familie schon hier hat, aber mit der Roten Ruhrarmee, wie viele sozialistische Revolutionen wurden eigentlich durch die Sozialdemokratie niedergeschlagen. Aus dem Gedanken heraus, dass ja das, was da kommen könnte, eben entweder dann stalinistisch ist, so wie das immer in Bezug auf KPD und kommunistische Revolution in Deutschland gesagt wurde, oder dann eben zu anarchistisch und damit dann nicht funktionsfähig und dann dazu führt, dass eigentlich die konservativen, reaktionären und faschistischen Kräfte nur stärker zurückschlagen. Da hat die Sozialdemokratie in ihrer Geschichte eigentlich keine Ausnahmen, sondern eine Kontinuität von wirklich opportunistischer Zusammenarbeit mit reaktionären und faschistischen Kräften eben für den Schutz von kapitalistischen Interessen gekämpft. Da ist natürlich die Sozialdemokratie einer der ganz zentralen Faktoren auch für die Entstehung des Faschismus in Deutschland. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der oftmals auch unterschätzt wird. Da wirkt halt also auch dieser Punkt ganz zentral, der beim Parteikommunismus ganz zentral wirkt. Die Vereinnahmung durch die Herrschaft. Weil sowohl die Sozialdemokraten als auch die Parteikommunisten haben ja nie das Ziel gehabt, entweder einfach nur jetzt wie die SPD heute aufgestellt ist, wenn man jetzt die SPD heute sich anguckt und vor 100 Jahren, die Leute vor 100 Jahren, wenn die das gesehen hätten, wenn die jetzt das hätten wissen können, einfach eins zu eins erleben können, wie die SPD heute aussieht, die wären doch alle ausgetreten und wären wahrscheinlich zum Anarchismus gewechselt. Und das eben durch die Vereinnahmung der Herrschaft. Es ist halt kein neutrales Werkzeug, was du einfach so einsetzt, womit du weder einen langsamen Reformprozess, wie es die Sozialdemokratie vorsieht, noch dann in ganz anderer Weise als Diktatur des Proletariats einfach so als neutrales Werkzeug einsetzt, um dann zum Kommunismus überzugehen. Beide Konzepte haben also doch sehr deutlich gezeigt, dass eben dieses Verschmelzen mit der Herrschaft korrumpiert. In ganz unterschiedlichen Formen bei den beiden Phänomenen, aber beide haben doch genau das erlebt, dass das uns eben weder zum Sozialismus, geschweige denn zum Kommunismus führt. Ja, da muss man ja auch wirklich dazu sagen noch, das würde ich auch noch ein bisschen anders darstellen, nämlich der Parteikommunismus hatte ja nicht als Idee, den Parlamentarismus dann so weiter zu übernehmen, nee, nur mit einer Partei dann, sondern da war ja eigentlich häufig eher die Sichtweise darauf, dass man ja diesem sozialdemokratischen Reformismus widerspricht und das als Utopie wahrnimmt, dass irgendwie man über diese schleichenden Reformen irgendwie den Weg zum Sozialismus findet, sondern dass man den Parlamentarismus dann eigentlich nur als Bühne wahrnimmt, über den man dann irgendwie die ArbeiterInnen dann in die eigene Partei spülen kann. Aber du hast natürlich recht, dass auch der Einparteienstaat sich als komplett unfähig bewiesen hat, im Gegensatz zu einem Rätesystem eine tatsächliche sozialistische Gesellschaft zu erreichen. Damit kommen wir dann eigentlich auch zu dem, wo wir sagen würden, dass es eigentlich den besten Umgang bezüglich des ganzen demokratischen Prozesses gab, nämlich dem anarchistischen Umgang damit. AnarchistInnen hatten eigentlich von Anfang an, natürlich in der gleichzeitigen Entstehung dann mit sozialdemokratischen und parteikommunistischen Versuchen, ganz schnell erkannt, dass diese Wege der Sozialdemokratie und des Parteienkommunismus uns eben nicht zum Sozialismus bringen können, sondern genau das angekreidet, was wir jetzt eigentlich auch in der Retrospektive über diese beiden verschiedenen Versuche gesagt haben.
Also natürlich gab es auch im Parteikommunismus verschiedenste Strategien und verschiedenste Wege, wie man da mit dem mit Parteien und Parlament und der kommunistischen Partei umzugehen das hat. Stimmt. Da werden wir jetzt nicht dem gerecht werden können, was es da alles gab. Wir werden sicherlich nochmal eine eigene Folge zu diesem ganzen Bereich vielleicht nochmal machen. Also so, wo wir dann an Kritik am Parteikommunismus nochmal sprechen. Nur so oder so ist es ja die konsequenteste und auch einfach logischste Analyse, Vorhersage und Theorie zu dieser Frage hat der Anarchismus. Weil er also am wahrscheinlichsten natürlich von seiner Ausgangslage erstmal her, von seiner Kritik, von seiner konsequenten Herrschaftskritik in all ihren Formen, am wahrscheinlichsten also nicht korrumpierbar für die Herrschaft ist. Er ist trotzdem korrumpierbar dafür. Selbst der Anarchismus hat natürlich auch, wenn wir das in der Spanischen Revolution gesehen haben, sich dann zum Beispiel aufgrund von einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation, einer bestimmten Notlage, sich sogar dann an dem Parlamentarismus beteiligt. Also es gab dann von den Anarchistinnen damals, während der Spanischen Revolution 1936 bis 1939, gab es also eine Regierungsbeteiligung von einer republikanischen Regierung, die eigentlich quasi keine Macht hatte. Also die Anarchistinnen hatten die reale Macht auf der Straße, in den Fabriken, auf den Feldern. Aber die Anarchistinnen haben sich trotzdem daran beteiligt, um eben diesen Schein aufrecht zu erhalten, um dann eben Waffen zu bekommen von den kapitalistisch-demokratischen Ländern, um dann nicht aufs Ganze zu gehen. Und das hat nebenbei überhaupt nicht funktioniert, aber das zeigt trotzdem, dass auch der Anarchismus natürlich nicht davor gefeit ist. Aber das ist die einzigste Verfehlung in dieser Form, die jetzt mir spontan bekannt ist. In allen anderen anarchistischen Gesellschaftsversuchen ist eben genau dieser Weg auch nicht gegangen worden, sondern wurde es anders auch versucht. Und auch das war ja nun rein strategisches Verhältnis eigentlich. Hier sehen wir also, dass der Anarchismus dann doch, wenn man sich die Frage stellt, was gibt es für eine wirkliche Alternative zur Repräsentation, eigentlich die Antwort zu bieten hat und auch faktische Ansätze und Lösungen, wie es eben gelingt, nicht von der Herrschaft vereinnahmt zu werden. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass wir da auch wirklich viel mehr in der Bewegung drüber reden, wie wir uns das strategisch vorstellen, eben außerhalb dieses parlamentarischen Wegs zu arbeiten. Das mag vielleicht jetzt immer dann noch so groß klingen und fernweg, aber gerade diese verschiedenen Beispiele haben uns ja eigentlich gezeigt, wie das ist, weil selbst wie du gerade gesagt hast, wenn es nur ein strategisches Verhältnis zu dem Ganzen ist, das ist ja eigentlich was auch alle anderen genauso sagen würden. Ja. Auch der Sozialdemokrat sagt, ja, ich habe jetzt ja ein strategisches Verhältnis hier zum Parlamentarismus. Also der historische Sozialdemokrat, ich glaube jetzt nicht die modernen Sozialdemokraten würden sagen, ich habe ein strategisches Verhältnis zum Parlamentarismus. Die vertreten das natürlich auch ideell. Aber auch alle anderen Strömungen würden ja immer von diesem strategischen Verhältnis ausgehen. Und gerade das Beispiel hat uns ja gezeigt, dass es möglich ist, auch im Anarchismus dazu zu kommen und auch moderne Versionen, wie wir jetzt vielleicht nochmal gleich bei der aktuellen Wahl so ein bisschen beleuchten werden, können auch so ein strategisches Verhältnis dazu entwickeln. Auch andere sozialistische Strömungen, wie beispielsweise der Maoismus, wenn ihr da in unsere Folge Anarchismus und Maoismus nochmal reinhört, sind genau in die gleiche Falle getappt, obwohl da eigentlich auch gesagt wird, wir beteiligen uns nicht am Parlamentarismus. Da muss man ja nur nach Nepal gucken, wo dann nach dem Ende des Bürgerkriegs die Regierung zusammengestellt wurde. Ich glaube, das zeigt uns wirklich, wie wichtig es ist, eine tatsächliche Revolutions- und Transformationsstrategie auszuarbeiten und auch die ganze Zeit während der Kämpfe da wirklich diese klare, nicht parlamentarische Linie zu vertreten und immer wieder zu betonen, wie sehr wir für dieses Rätesystem einstehen. Gut, aber das ist gerade natürlich unsere Antworten auf dieses System und unsere Vorstellung von einem Rätesystem und so weiter sind natürlich gerade nicht im Zentrum der aktuellen Debatte der Gesellschaft. Corona, so, das sind eher E-Autos, das sind eher Tempolimit. Eher andere Fragen, die quasi die allgemeine Politik gerade bestimmt und unsere Alternativen sind da leider viel zu wenig vertreten. Und kommen wir also ein bisschen zu der aktuellen Situation der aktuellen Wahl und wie ist die Ausgangslage gerade, über was wird vor allem gesprochen? Also ich würde sagen, es gibt zwei sehr große Themen und dann vielleicht noch ein paar kleinere Themen, die eine Rolle spielen. Die beiden großen Themen sind, denke ich, Corona und die Klimakrise und kleinere Themen sind zum Beispiel die Situation jetzt auch in Afghanistan, bestimmte wirtschaftliche Entwicklung, was du gerade schon gesagt hast, mit irgendwelchen E-Autokram oder auch diese ganze Frage von Europäischer Union oder autoritärer Machtblock eher in Richtung Putin, Trump so weiter. Orban. Oder auch Spaltung von Arm und Reich. Ja, und genau auf diese ganzen verschiedenen Fragen haben dann ja auch die ganzen Parteien mal mehr, mal weniger spezialisiert, so ihre Antworten.
Ich glaube, das ist zumindest was, was jeder so ein bisschen im Kopf hat, was da die verschiedenen großen Parteien sind. Da haben wir natürlich einmal die CDU und die SPD, wo wir ja gerade schon festgestellt haben, dass, naja, da viel von der Frage CDU oder SPD inzwischen eigentlich eine Frage des eigenen Geschmacks ist. Ja, und es ist, ich würde einfach sagen, CDU und SPD stehen sehr stark für ein, es geht weiter so, stehen sehr stark für eine Sicherheit. Also die strahlen so ein bisschen auch das Selbstbild von Deutschland als Weltmacht aus, von, okay, uns geht es verhältnismäßig gut materiell, wir haben verhältnismäßig große, in Anführungsstrichen, Freiheiten verglichen mit anderen Teilen der Welt. Ja, eigentlich ist doch alles in Ordnung, oder? Eigentlich ist es doch gut, so wie es ist. Und man kann ein bisschen noch da und da noch ein bisschen was tun und so weiter. Aber wir müssen uns als Standort da behaupten, dass es doch so, wie es weitergehen muss, wie es auch eigentlich gerade ist. Das ist eigentlich, würde ich sagen, CDU, SPD stehen genau dafür. Ja, aber das ist natürlich nicht bei allen Parteien so, sondern es gibt auch solche, die in die Zukunft blicken, die sich aber auch irgendwo etwas Sorgen um unseren Standort machen. Und damit haben wir eigentlich den neuen großen Aufsteiger der jetzigen Wahl, nämlich die Grünen. Die Grünen, ja, eigentlich so eine der großen Versagensgeschichten der politischen Linken in Deutschland, entstanden aus einer Bewegung auf der Straße, wie wir sie uns immer gewünscht haben. Eine der frühen Zusammenschlüsse aus verschiedensten Kampfbewegungen, die eigentlich schon, wo es schon extrem notwendig war, den Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimakrise geführt haben, gemündet in einer Partei, die eigentlich das Standortdenken von CDU und SPD genauso vertreten, nur eben mit der Wahrnehmung, dass wir eigentlich unsere Automobilindustrie auf E-Autos umstellen müssen. Ja, und das Witzige bei den Grünen ist ja eigentlich auch, dass sie, es ist halt die Partei der Großverdiener. Die Grünen sind ja von der WählerInnen-Zusammensetzung her die Partei mit dem einkommensstärksten WählerInnenschaft. Und ich finde, das passt auch sehr gut. Die Grünen bedienen ja sehr gut also dieses ganze Milieu an, ja, diesem Bildungsbürgertum, was sich so Gedanken um die Zukunft macht, was also voll die Einsicht hat in, ja, wie es jetzt mit der Klimasituation aussieht, wie es jetzt mit Geschlechtergerechtigkeit aussieht und all diesen Sachen, also das voll so auf dem Schirm hat und voll viel darüber nachdenkt und sich Gedanken macht, das toll findet, dass ihre Enkelkinder oder die Kinder zu Fridays for Future gehen und sich zu engagieren, da einfach was tun will und aber nichts tun kann, weil man muss ja die ganze Zeit arbeiten und man kann vielleicht dann noch ein bisschen irgendwie Fairtrade kaufen. Mhm. Aber man kann natürlich auch was anderes wählen und kann dadurch dann dafür sorgen, dass die Welt besser wird. Und für uns ist es ein sehr großes Bedürfnis, da sehr viel drüber zu reden, weil es gerade ein sehr polarisierendes Thema ist, natürlich auch angestachelt von der politischen Rechten, weil die Grünen also davor sind, wirklich auch die Macht zu übernehmen. Wir wollen deswegen nächste Woche eine ausführliche Folge zu dieser Frage nochmal machen, weil wir da doch eine auch sehr, sehr große Gefahr auch für die außerparlamentarische Bewegung in Deutschland sehen. Ja, und genau auf diese neuen Aufsteiger gibt es natürlich auch eine Gegenbewegung, die aber auch schon etwas länger dem etablierten Politikzirkus etwas einheizt, nämlich die AfD. Und die ist eigentlich, kann man schon fast sagen, so ein wenig das Gegenteil oder der negative Spiegel von den Grünen. Es ist eigentlich auch eine Partei, die sich ähnlich wie die Grünen viel um diese moralischen Zerwürfnisse des modernen Kapitalismus sorgt, aber eben bei ganz anderen Aspekten eigentlich ansetzt. Und der AfD geht es dann weniger darum, wie bei den Grünen, die dann wahrnehmen, dass unsere deutsche Gesellschaft eben durch Klimakrise zerstört wird, durch Umweltverschmutzung, durch faschistische Umtriebe in der Gesellschaft, sondern die AfD macht eigentlich genau Politik gegen andere Entwicklungen, die mit einem globalisierten modernen Kapitalismus einhergehen, nämlich gegen eine Vereinzelung, gegen die Identifizierung, die Eigenidentifikation als Weltbürger und nicht mehr als Deutscher, gegen zunehmende Migration und damit einen kleineren Bevölkerungsanteil von Deutschen ohne Migrationshintergrund, gegen das Auflösen von klassischen Geschlechterrollen, die nicht mehr dem modernen Kapitalismus entsprechen. Und natürlich auch gegen die Klimakrise, aber in einer anderen Art und Weise. Nämlich, wenn das Problem nicht existiert, dann gibt es auch kein Problem.
Und damit auch eigentlich eine recht spannende Antwort auf die ganze Frage gefunden haben. Was ja echt spannend ist, weil in der Frage isolieren sie sich damit auch gefühlt selbst bei erheblichen Teilen ihrer eigenen Wählerschaft selbst, weil von den Verschwörungsmythen, die es halt so gibt, ist, glaube ich, die, dass es ja keinen Klimawandel geben würde, so die schwächste. Vor allem in Deutschland. Vor allen Dingen in Deutschland. Also gerade in Deutschland ist ja eigentlich die Wahrnehmung eher so, dass man das durch die gesamte Bevölkerung eigentlich als großes Problem wahrnimmt. Was man vielleicht auch noch einmal zur AfD sagen muss. Ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich die immer stärker werdende Bedeutungslosigkeit von klassischen Arbeiterparteien. Und auch die Wahrnehmung davon, dass diese Parteien für die Interessen des sogenannten kleinen Mannes, also all denen, die in einfachen, schlecht bezahlten Industriejobs arbeiten oder die irgendeinen kleinen Betrieb, ein kleines selbstständiges Unternehmen führen. Da hat die AfD es ja wirklich geschafft, sich so darzustellen, als würden sie für deren Interessen eintreten. Eben gegen die MigrantInnen, die ihnen wie auch immer die Kohle aus der Tasche ziehen, weil sie so viel Steuern für sich beanspruchen. Oder die Eliten, die irgendwie das Interesse haben. Das finde ich auch eigentlich, das ist, glaube ich, noch eine meiner liebsten Verschwörungstheorien. Irgendwie versuchen, die deutsche Wirtschaft an die Wand zu fahren. Aber das ist wirklich, was du ansprichst, ist die ganz zentrale Frage für mich auch von dieser Wahl und von der kommenden gesellschaftlichen Kämpfen auch, die ganz, ganz gefährlich ist, weil die Grünen als besser verdienende Partei, als Verbotspartei, und das ist halt natürlich ein Brech auch von der AfD und Co., aber spielt auch die Realität ein Stück weit tatsächlich ab. Also, dass quasi die Grünen Klimaschutz von oben über Verbote, über Durchsetzungen, die auch über Preiserhöhungen und so weiter, die halt also gerade auch die lohnabhängige Klasse massiv treffen würden, obwohl die lohnabhängige Klasse nur einen Bruchteil zu verschulden hat, sondern es eben vor allen Dingen natürlich die Politik der Herrschenden, die Politik der Industrie und so weiter ist, die dafür sorgt, dass wir in dieser Misere leben müssen und auf diesen Scheißzustand der Klimasituation halt zulaufen. Und die AfD schafft es eben, genau das aufzugreifen und als Kontrapunkt zu bieten und hat deswegen leider auch eine wirkliche Bedeutung eben in der lohnabhängigen Klasse gewonnen. Und das führt uns also als außerparlamentarische Bewegung vor ein enormes Problem. Das macht es ganz zentral, dass wir speziell innerhalb der Klimabewegung gegen die Grünen vorgehen, ganz klar machen, dass die Grünen nichts mit der Form von Klimapolitik zu tun haben, die wir als zentral ansehen, weil sonst wird es auf einen Zustand hinauslaufen, wo die Grünen halt die lohnabhängige Klasse gegen die Klimabewegung aufbringen, gegen ja eine grundsätzliche Veränderung letztendlich aufbringen und dadurch die AfD wieder stärker machen und dazu führen, dass wir dann gar keine Chance mehr haben, letztendlich dieser klimaschädlichen Politik Einhalt zu bieten. Und ja, da denken sich natürlich auch viele, okay, dann wähle ich doch die Linke. Die Linke ist doch immerhin eine richtig sozialdemokratische Partei, wenn man so will. Kann man noch so wahrscheinlich, ja, kann man so wahrscheinlich auch sagen, wobei genau, sie sicherlich nicht auf dem gleichen sozialistischen Kurs ist wie die SPD in den 20er und 30er Jahren. Richtig, ja. Die Linke ist, glaube ich, von dem, was wir jetzt dazu sagen können, wohl auch eine der ambivalentesten oder schwierigsten klar zu beschreibenden Parteien. Die ist ja auch aus einer westdeutschen und einer ostdeutschen Linken gemeinsam entstanden, dann eben im Zuge von Wiedervereinigung. Ich glaube, die Linke ist auch gerade in diesen beiden Teilen Deutschlands noch sehr unterschiedlich aufgestellt, meiner Wahrnehmung nach. Also man muss ja sagen, in Ostdeutschland ist die Linke eigentlich das, was die SPD für viele Arbeiterregionen im Westen ist. Und im Westen ist die Linke relativ unbedeutend, bis halt ja eine Wahlalternative für die, die eigentlich sich sagen, okay, die Grünen haben uns auch verraten und deswegen wähle ich jetzt die Linke. Und auch explizit würde ich sagen, für die radikale Linke, also speziell in Westdeutschland, ist das halt wirklich auch ein Auffangbecken und eine Wahlmöglichkeit für die radikale Linke und ihr erweitertes Umfeld. Und damit ja auch gerade, glaube ich, recht wichtig, was ich bei der Linken noch deutlich mehr sehe als jetzt bei der Grünen oder bei kleinen Parteien, die dann unbedeutender sind, auch ein nicht zu unterschätzender Partner von Kämpfen auf der Straße. Ja. Nicht unbedingt gewollt, aber zumindest in der Art und Weise, wie beispielsweise Finanzmittel in die radikale Linke gegeben werden, wie Demo-Anmeldungen und natürlich auch organisatorische Strukturen geschaffen werden mit der Linksjugend Solid, die wohl auf jeden Fall eine der bedeutendsten linksradikalen Organisationen in ganz Deutschland ist.
Vielleicht aber auch nochmal zu dem, was eigentlich die Linke politisch ausmacht. Ich denke, da haben sich jetzt auch eigentlich so zwei Flügel aufgemacht. Mhm. Einer, der deutlich weniger stark ist, nämlich diese ganze Standortlinke, die so um Sarah Wagenknecht entstanden ist, die dann eigentlich ja so eine leichte Kombination von nationalen Interessen mit sozialdemokratischen Interessen verbindet. Eigentlich glaube ich, das so ein bisschen versucht umzusetzen in einer softeren Form, was viele einfache Leute, der kleine Mann sich eigentlich von der AfD so verspricht und natürlich damit auch versucht hat, bei diesem ganzen AfD-Trend mit Stimmen abzugreifen. Und der andere ist dann eigentlich dieser viel prominentere, ja, einfach klassisch sozialdemokratisch ausgerichtete Flügel der Linken. Ja, und dann gibt's natürlich noch so ein paar kleinere Splittergruppchen von Kommunistinnen, die dann probieren, das ganze Ding irgendwie zu übernehmen, zu unterwandern und in einen radikaleren Kurs zu bringen. Was man auch schon nennen muss, weil es schon das einige, stimmt, also kommunistische Plattformen und so gibt, die dann Kuba halt auch... Fällt mir immer ein. Und das ist ja für, denke ich, viele HörerInnen auch von uns die wichtige Frage, also wie wir dann zu der Linken stehen und so und ob das für sie auch eine Alternative ist zu wählen. Wir hatten ja am Anfang der Folge gesagt, ey, wir rufen nicht zum Wahlboykott auf. Wir werden euch aber auch nicht dazu aufrufen, die Linke oder sonst irgendwie zu wählen. Oder die FDP. Oder die FDP oder was auch immer. Sondern macht das ruhig. Ist mir egal, so. Weißt du, so, es ist keine komplett unbedeutende Frage in dem Sinne, aber im Vergleich zu dem, was wir 365 Tage im Jahr machen, das ist halt eben das Entscheidende. Wir gehen halt in der Regel immer wählen und da haben wir auch immer, also nicht immer bei jeder... Ja, ich würde sagen, also zumindest ich war eigentlich... Okay, man kann es auch manchmal einfach vergessen oder so. Zeitlang bin ich auch bewusst nicht wählen gegangen. Zeitlang bist du auch bewusst nicht wählen gegangen. Okay, ich auch eine Zeit lang bewusst nicht wählen. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt gewundert, wenn du das nie gemacht hättest. Genau, aber ja, im Prinzip macht man natürlich dann sein Kreuz in letzter Zeit vor allem einfach bei irgendwelchen linken Parteien. Ich finde es auch einfach schön, wenn man mitbestimmen kann. Und sich so als Teil von was Größerem sieht, wo alle mit die Politik tragen. Ich finde es halt nur abstrus, dass sich das halt quasi diese Propaganda vom bürgerlichen Staat, dass das so der entscheidende Tag deines Lebens ist, dieses Kreuz an dieser Stelle zu machen, dass das halt sich so krass in die Linke halt rüberzieht. Also, dass es wirklich so ein Moralismus in alle Richtungen gibt. Sowohl von so Anarchisten, die dann sagen, wenn du wählen gehst, dann, was weiß ich, dann bist du kein richtiger Anarchist. Mhm. Und andersrum, wenn du nicht wählen gehst, dann bist du im Prinzip der Vorbereiter des Faschismus. Also, das ist dann alles so dabei. Dem will ich halt entgegenwirken und zu sagen, das ist halt Bullshit. Aber uns ist es halt egal, was ihr da macht, letztendlich. Ja, und worauf das basiert, kann man eigentlich in zwei Worten zusammenfassen. Eigene Unfähigkeit. Unfähigkeit, auf diese ganzen Verhältnisse antworten zu können, dagegen ankämpfen zu können und deswegen verlassen auf die parlamentarische Wahl. Na gut, aber bevor wir es vergessen, eigentlich noch die wichtigste Partei, die wir jetzt nennen werden, nämlich die FDP. Die FDP ist ja die Freiheitspartei, die wirklich, wo man wirklich als einzige Partei sagen kann, die unsere Interessen als AnarchistInnen vertritt, genau. Weil die will Freiheit, die will Freiheit. Freie Menschen, freie Bürger, freie Märkte, freie Autobahnen. Ja. So, also, was kann ich mir mehr wünschen? Ja. Das ist auch nicht. Das ist genial, so. Ja, die FDP ist halt einfach, ohne das zu verbergen, einfach die Partei des Kapitals. Plus, dass sie halt noch reales Interesse daran hat, bestimmte Freiheitsrechte, wenn es jetzt so um Überwachung, Staatskontrolle und so weiter geht. Nicht, also, Hat sie mal, ja, okay. Also, aber es gibt halt auf jeden Fall noch diesen ultraliberalen Flügel, der da auch noch ein Interesse daran hat. Das kann man, denke ich, nicht wegreden. Aber im weitesten Sinne ist es eigentlich, ohne dass sie das verbergen, die Partei des Kapitals. Es ist eine wirtschaftsfreundlichere CDU geworden. Also natürlich, es gibt vielleicht so ein paar Sachen, die man vielleicht doch noch spannend anmerken könnte. Einmal habe ich das Gefühl, dass die FDP neben Christian Lindner natürlich jetzt auch nochmal als großer Boost einfach von dem Aufsteigen der Grünen profitiert hat. Mhm. Nämlich als, ja, dann eigentlich wirtschaftsliberale Alternative zu diesen Verboten, während die AfD sich dann in Teilen da einfach noch ein bisschen sozialer gibt. Hier die Linke dann auch noch verschiedenen grünen Vorstoßen aus einer sozialdemokratischen Perspektive widerspricht, kann die FDP da auch einfach recht viel abgreifen. Neben dem Ganzen, wo ich auch einfach mal gespannt bin, wie die FDP sich da entwickelt, ist die ganze Frage von diesem ganzen Trend um
klassische US-amerikanische Libertäre. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass diese neue Generation und gerade diese Generation, die politischen Diskurs im Internet macht aus der neoliberalen Ecke, sich ziemlich stark auf Libertäre aus den USA bezieht. Und da bin ich so ein bisschen gespannt, ob das vielleicht dann auch noch Einfluss auf die FDP nimmt und die sich da zunehmend dann auch mit der jungen Generation auch mehr in so eine Richtung wieder weg von einfach diesem wirtschaftsliberalen Flügel und Büttel der CDU entwickeln wird. Gut, aber bevor wir uns jetzt vollkommen verplappern, noch einen ganz, ganz kurzen Abschwenker zu den diversesten kleinen Parteien, die es da gibt. Ja, also was soll man dazu sagen? Das ist eigentlich relativ egal. Ja, es ist relativ egal. Zur NPD muss man, glaube ich, nichts mehr sagen. MLPD und DKP. Also wir würden es einfach mal rauslassen, weil es ja für die reale Machtbildung in diesem Land, wie also zukünftig die Kapitalfraktion uns regieren wird, macht das ja überhaupt keinerlei Einfluss. Und das ist ja letztendlich das, was unser Leben dann beeinflusst, wirklich real ist, was diese 6 Parteien machen, wie sie über uns herrschen. Aber ihr könnt uns natürlich gerne fürs Q&A einfach jetzt Nachrichten in den Kommentaren hinterlassen mit Meinung zu DKP, Meinung zu Volt, Meinung zu den Violetten. Wir haben natürlich zu jeder dieser kleinen Parteien eine ausgefuchste, sehr tiefgehende Analyse und können sie euch jederzeit mitteilen, wenn ihr es im Q&A hören wollt. Und außerdem wollten wir schon immer so ein Meinung zu AlbanerInnen Interview haben. Okay, vielleicht nochmal so allgemein zu der aktuellen Wahl. Ich glaube, wir haben schon einiges dazu gesagt, aber ich würde wirklich sagen, ja, die Wahl wird dominiert von diesem Auftauchen der Grünen auf der großen Parteienfläche, also auf der großen, okay, sie können jetzt wirklich die Macht erobern, und das ist eigentlich so der zentrale Punkt, wo sich alles drum dreht eigentlich. Also sowohl von den Gegenbewegungen, als auch von eben, dass die Grünen dann wieder davon profitieren. Also alles dreht sich irgendwie um diese Frage, und ich glaube auch wirklich, dass die CDU wird ja jetzt sehr wahrscheinlich ihren Thron verlieren, was ja fast schon die beschriebene Merkel-Diktatur die war ja länger als Hitler. Ja, und so ein Comeback von der SPD, damit hatte ich wirklich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, das wird ein konstanter Niedergang auf unter 10% und dann kommen AfD und die Grünen und füllen die Lücke. Aber hey, SPD, meine Güte. Ja, und jetzt wird es dann wahrscheinlich von Grünen und SPD dann eine Koalition geben, würde ich einfach mal davon ausgehen. Das ist, glaube ich, so das Wahrscheinlichste gerade. Und dann werden die uns 4 Jahre regieren. Die sozialen Bewegungen werden vielleicht wieder ein bisschen schwächer werden, weil sie sagen, okay, die Grünen werden das vielleicht regeln. Und dann in 4 Jahren kommt dann die AfD und profitiert von der konservativen Wallback. Oder der konservative Wallback. Aber ich denke nicht, dass die sich länger als eine Wahlperiode halten können, weil die werden halt eine Politik machen, die einfach so antisozial wieder ist. Ja, es ist halt schwer. Natürlich, das sind jetzt alles so Sachen, die man schwer abschätzen kann. Das Einzige, was vielleicht da noch spannend werden könnte, ist die Frage, ob irgendwann tatsächlich es dann diesen großen Tabubruch gibt und ähnlich wie in Österreich ist dann halt eine Koalition von CDU und AfD geben kann. Das ist das Einzige, worüber man noch spekulieren könnte, aber ansonsten ist das, glaube ich, ungefähr das, was wir davon erwarten können. Wir wollen uns ja nicht nur an den Spekulationen so komisch politbarometermäßig beteiligen, wie das jetzt alles sich so weiterentwickeln wird, sondern wir wollen uns ja vor allen Dingen noch zum Abschluss um unsere Alternativen drehen. Was sind denn unsere Alternativen? Was würden wir sagen, braucht es? Ja, wir würden zuallererst sagen, beteiligt euch bitte nicht an diesem ganzen Wahlspektakel. Nicht jetzt, indem ihr nicht wählen geht, das ist uns egal, sondern indem ihr für irgend so eine Partei Werbung macht oder noch schlimmer rumgeht und Plakate aufhängen geht, euch in der lokalen Partei beteiligt. Weil ich hoffe, wir haben das ganz gut jetzt in der Folge darstellen können, dass das einfach weder jetzt direkt etwas bringen wird in der jeweiligen Amtsperiode der Herrschenden, noch viel wichtiger nachhaltig irgendwas ändern wird. Wir brauchen nachhaltige Strukturen, die für unsere Interessen, die für unsere Bedürfnisse eintreten. Aber das sind eben nicht Parteien. Das sind selbstorganisierte Strukturen. Das ist eine Gewerkschaft, beispielsweise die FAU. Das sind kollektive Zusammenschlüsse von Leuten in politischen Gruppen. Nachbarschaftsorganisierung, politische Räume, all das. Aber das ist sicherlich nicht die Grüne Partei. Und das ist eben auch die Botschaft an allererster Stelle. Wir brauchen euch, gerade die ihr hier zuhört. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier zuhört und also quasi eher der Selbstorganisation als dem Wahlspektakel hingeneigt seid, ist ja sehr groß. Und wenn du also das eher bist, dann fokussier auch deine Kraft da drauf. Mach dein Kreuz, wo du willst, aber fokussier deine Kraft darauf, Selbstorganisationen aufzubauen und zu ermöglichen. Wir brauchen dich, wir brauchen alle von euch, weil wir sind halt nun mal, die außerparlamentarische Bewegung in Deutschland ist halt nicht allzu stark und wir brauchen jeden und jede da draußen.
Ja, und es bleibt auch ganz wichtig festzuhalten, dass eben Antikapitalismus, das Kampf gegen die Klimakrise, das sind Sachen, die werden nicht an der Wahlurne entschieden werden, sondern die werden auf der Straße erkämpft werden. Die werden vorher überhaupt erstmal in der Transformation über diese verschiedenen selbstorganisierten Strukturen entstehen können. Das ist auch wichtig, vielleicht das, was ich gerade mit der Nachhaltigkeit angesprochen habe. Wir brauchen diesen langfristigen Transformationsprozess hin zu einer sozialistischen Gesellschaft. Wir brauchen nicht dieses Wählen einer etwas sozialeren Verwaltung des Kapitalismus, weil nicht nur können diese Reformen ganz schnell wieder weggenommen werden, insofern sie vor allem ökonomisch sind, sondern sie werden auch einfach nicht nachhaltig diese Gesellschaft zu einem besseren verändern können, weil der Kapitalismus ist nicht reformierbar. Auch wenn er nicht reformierbar in diesem Sinne ist, also reformierbar hin zu einer grundlegend besseren Gesellschaftsform, so ist er doch natürlich reformierbar in diesem Sinne, als dass wir uns unsere Leben hier ein Stück weit angenehmer gestalten können, dass wir also bestimmte Rechte erkämpfen können, die dann auch unser Leben, unsere Handlungsfähigkeit auch erweitert. Also umso weniger, dass wir weniger arbeiten müssen, dass wir mehr Geld bekommen und so weiter und so fort. Nur wichtig dabei natürlich zu sagen, ist, das darf halt niemals in Reformismus münden, sondern der Fokus muss also immer dabei sein, diese Reformen außerparlamentarisch zu erkämpfen, aber nie die Illusion zu haben, dass das Ziel ist. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir kämpfen für Reformen, aber wir wissen genau, dass es nur ein kleiner Schritt hin zu dem großen Ganzen. Weil jede Reform kann natürlich auch das Vertrauen der Massen in ihre eigene Kraft erweitern. Sie kann natürlich zeigen, okay, wir sind in der Lage, die Mächtigen unter Druck zu setzen. Wir sind in der Lage, die Herrschenden zu zwingen, bestimmte Sachen umzusetzen. Dann ist es auch wiederum unsere Aufgabe zu sagen, ja, aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen mehr fordern, wir müssen mehr umsetzen, wir müssen weitergehen. Und das Ziel ist nie nur diese eine Lohnerhöhung, ist nie, dass irgendwie jetzt so und so viel mehr Windräder gebaut werden. Das ist nie das oberste Ziel, sondern das oberste Ziel bleibt immer die soziale Revolution, und Reformen können ein Weg dahin sein, dem näher zu kommen und die eigene Kraft zu erkennen. Ja, was wir auch bei diesem ganzen Bejubeln von diesen einzelnen Reformen nicht vergessen dürfen, ist, dass sie vor allem in diesem ganzen Wahlzirkus in Deutschland dann eben sich auch nur in Deutschland abspielen. Und das, was man damit einkauft, ist dann eben diese Legitimierung dieser Standortlogik des deutschen Staates, der eben als eine der größten Industriemächte dieser Welt auch auf Imperialismus beruht und auch auf der Ausbeutung von anderen Ländern. Egal, wie sehr wir dann hier eine grüne Wirtschaft aufbauen und kleine Verbesserungen erkämpfen, das basiert dann häufig immer noch auf der imperialistischen Ausbeutung und auf der Umweltzerstörung anderer Länder. Das beruht immer noch auf dem Zunutzemachen nicht nur der eigenen Bevölkerung als billige Arbeitskräfte, sondern in einem noch viel stärkeren Maße der Ausbeutung von der Bevölkerung anderer Länder als billige Arbeitskräfte. Deswegen sagen wir auch, fallt nicht auf diese einfachen Reformen rein und legitimiert damit diesen Staat, indem ihr euch dann an den Wahlen beteiligt, sondern wählt lieber wirklich einen Internationalismus, in dem wir alle zusammen, sowohl die Bevölkerung von Deutschland als auch die aller anderen Länder, zusammen eben für eine weltweite sozialistische Gesellschaft kämpfen können, in der wir alle gleichermaßen von diesen Verbesserungen unserer Lebensumstände profitieren können. Und der Internationalismus ist auch deswegen so wichtig, weil er eben notwendig ist, um dieses System letztendlich auch zu Fall zu bringen oder stark in Bedrängnis zu bringen, weil eben im Kapitalismus alles miteinander zusammenhängt. Wir kämpfen ja gegen multinationale Konzerne. Wenn es halt bei Amazon in einer Stadt einen Streik gibt, dann macht das Amazon nichts aus. Dann lagert halt Amazon einfach die Produktion und die Ausfuhr in eine andere Stadt. Wenn es in ganz Deutschland Streiks und Kämpfe gibt, dann macht das vielleicht Amazon was aus, aber dann lagert Amazon das Ganze nach Polen oder nach sonst irgendwohin aus. Wenn es aber in ganz Europa Streiks gibt, dann wird schon schwierig für Amazon, das wirklich aufzufangen, und dann können wir wieder wehtun. Und deswegen, das war schon immer so in der Arbeiterbewegung, aber Internationalismus muss wieder gelebter werden, weil speziell im globalisierten Kapitalismus ist ganz wichtig, um wirklich Druck erzeugen zu können und wirklich kampffähig zu sein, dass wir also über unsere Landesgrenzen hinweg denken. Und das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich in unserer Transformationsstrategie, weil es geht natürlich um eine weltweite Veränderung, und ein weltweiter Sozialismus ist auch letztendlich das Einzige, was wirklich Bestand haben kann auf Dauer. Diese Transformationsstrategie gilt es auch abseits des Internationalismus einer sozialeren Verwaltung des Kapitalismus entgegenzustellen. Ja, und ich denke auch,
Gerade das ist eigentlich die beste Antwort darauf, wenn irgendwelche Liberalen zu uns ankommen und uns sagen, das könnt ihr doch nicht machen, das gefährdet unseren Standort. Das ist auf jeden Fall die deutlich bessere Antwort, als zu sagen, naja, aber beim grünen Kapitalismus, wir werden ja auch Anreize für die Wirtschaft damit hier in Deutschland schaffen und das Ganze modernisieren. Ja, in dem Sinne, vielleicht schließen wir nochmal ab mit merkwürdigerweise einem Tweet vom Autonomie-Magazin, generell eine empfehlenswerte Geschichte, die das Ganze sehr gut zusammenfasst von dieser Wahl, und verabschieden uns auch damit dann von dieser erstmal sehr allgemein gehaltenen Folge zum Parlamentarismus und zu den Wahlen. Nächste Woche, wie gesagt, dann nochmal speziell zu den Grünen. Diese Wahl ist übrigens keine Klimawahl und auch keine zur Verhinderung des Rechtsrucks, sondern lediglich eine darum, wie die Modernisierung Deutschlands gestaltet werden soll. Wie sozial diese sein wird, hängt von den Klassenkämpfen ab. In dem Sinne, Glück auf und auf bald.